So, wir hatten jetzt hier gerade technische Probleme. Ich habe das jetzt alles nochmal neu gestartet. Und wir werden dann quasi nochmal von vorne anfangen. Ja, irgendwie funktioniert das nicht. Yvette kann sich nicht einwählen. Jetzt versuchen wir es nochmal. Hallo. Oh Gott. Finally. Es ist ein Ja. bisschen schade, dass jetzt die ganze Einführung, die ich gegeben habe, jetzt Ja. gelöscht ist. Ja, ganz sorry. Ich weiß nicht, was los war. Ich kam irgendwie nicht rein. Ja, Ja, jetzt bin ich ja da. ist so. Es ist immer aufregend irgendwie Ja. mit Instagram Live. Letzte Ja. Woche hatten wir irgendwie mit Michelle das Gespräch und sie ist einfach nach der Hälfte eingefroren. Man hat nur noch den Ton gehört und dann war so, okay, gut, jetzt ist es so. Ja. Die Frage ist jetzt, ich glaube, ich werde tatsächlich einfach nochmal anfangen, weil wir stellen das ja dann irgendwie online und dann kann man sich Ja. das hinterher noch angucken. Jetzt ist zwar dieses ganze Gelabere von mir am Anfang dann mit drauf, aber so ist es Genau. eben. Und ich hatte nur kurz erzählt, dass wir diese ganze Gesprächsreihe ein bisschen im Zuge von Corona mit entwickelt haben, weil wir ja eigentlich im Kontext der Ausstellung ein Rahmenprogramm geplant hatten und Gespräche geplant hatten und das jetzt alles gar nicht so stattfinden kann und konnte, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann dachten, ja, was können wir dennoch entwickeln? Dann sind die ganzen, ist diese politische Dimension noch mit dazugekommen mit den Ereignissen in den USA und was das alles mit sich gebracht hat. Und Ja. wir dachten, dass ja eigentlich diese Ausstellung auch mit Fragen aufgreift, die jetzt nochmal durch die Proteste im Nachgang ja deutlicher wurden oder mehr sichtbar wurden. Ist ja nicht neu, aber es ist zumindest jetzt vieles sehr viel sichtbarer geworden. Und ich spreche jetzt bis Ende Oktober mit einer ganzen Reihe an Gästinnen. Also es sind tatsächlich alles Frauen, ja. Und über ein bisschen unterschiedliche Themen, aber die sich alle eigentlich um dieses Thema Inklusion, Diversity und auch Black Body in Museum Space drehen. Und hatte schon ein bisschen Sneak-Preview-mäßig angekündigt, dass ich nächste Woche mit Natasha Kelly sprechen werde und eben diese Woche mit dir, was mich sehr freut. Herzlich willkommen. Danke, danke. Und vielleicht ganz kurz vorneweg nochmal für die, die jetzt dann neu dazugekommen sind oder die das jetzt eben den ersten Versuch nicht mitbekommen haben, eine kurze Vorstellung von dir. Du bist aktuell Chefredakteurin und warst auch Mitbegründerin von Contemporary End und Contemporary End America Latina und unterrichtest am Institut für Kunst im Kontext an der UdK in Berlin und bist ja quasi ganz neu Curator at Large am Stedelijk Museum in Amsterdam. Da reden wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer drüber. Du warst 2018 Teil des kuratorischen Teams der 10. Berlin Biennale und warst Gastprofessorin für globale Diskurse an der Kunsthochschule der Medien in Köln. 2012 bis 2016 warst du Kuratorin am Weltkulturenmuseum hier in Frankfurt, nachdem du an der FU in Berlin studiert hast und promoviert hast an der Birkbeck University in London. Und wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Also damals Richtig. noch aus der Zeit vom Weltkulturmuseum, wo wir fast zeitgleich, glaube ich, angefangen. Also du halt im Weltkulturmuseum und ich direkt nebenan im Museum Angewandte Genau. Kunst. Und ich glaube, also mir war zumindest damals nicht so bewusst, dass das ja eigentlich also eine ziemliche Besonderheit war, glaube ich, dass irgendwie quasi
quasi zeitgleich, ja, eigentlich zeitgleich kann man so sagen, zwei schwarze Kuratorinnen irgendwie in Frankfurt im Museum angefangen haben. Ich glaube, das ist bis heute noch nicht, ja, in gewisser Weise was Besonderes. Und du bist dann 2016 nach Berlin gegangen. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass ich das so dachte, so was, oh mein Gott, aus dieser gesicherten Position heraus, irgendwie bei der Stadt Frankfurt angestellt zu sein, irgendwie den Schritt zu tun war das selbstständig, ich weiß gar nicht, also zumindest quasi aus diesen total festen, sicheren Strukturen rauszugehen. Aber es hat sich ja sehr für dich gelohnt, das zu tun. Also zumindest hast du ja ganz wunderbare Sachen seitdem gemacht und warst bei der Armory Show mit in New York mit involviert und genau dann Berlin Biennale, dann eben jetzt am Stedelijk. Das sind ja alles ziemlich ja, traditionelle Kontexte, traditionelle Institutionen, in die du dich da quasi begeben hast und da auch ein bisschen was mit aufgebrochen hast. Wie war das so für dich? Ja, also erst nochmal danke für die Einladung, weil ich das jetzt noch gar nicht so sagen sollte. Ich freue mich, dass wir hier ein bisschen jetzt reden können. Sehr gerne. Ja, vielleicht nochmal einmal zurück zu dem, was du gerade meintest mit dem Weltkulturmuseum, so aus der sicheren Struktur heraus, weil das sozusagen ja so ein bisschen auch dann das nach sich zieht, was kam. Das war schon eine ganz bewusste Entscheidung von mir. Also es war für mich, dass ich das Gefühl hatte, okay, es ist total wichtig, mal diesen Schritt zu machen, in der Institution selbst zu sein, also zu verstehen, wie funktioniert das von innen heraus. Ich meine, das Weltkulturmuseum noch sehr spezifisch mit einer ethnologischen Sammlung und so weiter. Aber ich hatte ja auch immer parallel dann schon Contemporary End mitbegründet, das heißt, etwas aufzubauen, was man sozusagen selber macht als Plattform. Und deswegen war ich dann irgendwann an so einem Punkt, wo ich für mich sozusagen das Gefühl hatte, es ist jetzt irgendwie wichtig, wieder raus aus der Institution zu gehen und zu schauen, was kann ich eigentlich außerhalb dessen auch bewegen? Mit dem aber der Erfahrung, die ich sozusagen habe, was das bedeutet, auch in der Institution selbst zu sein, dass man immer auch so ein bisschen beide Blicke irgendwie haben kann. Und ich meine, das glaube ich, ist echt auch wichtig für alles, was ich danach gemacht habe. Also jetzt, wenn du das beschreibst, Berlin Biennale oder im Armory Show, Stedelijk Museum und so, dass man ich das eigentlich immer weiter so als Teil meiner Praxis sehe, dass es wichtig ist, dass solche großen Maschinen, sage ich mal, klar von innen heraus verstehen, innen muss was passieren, weil das kann auch keiner denen abnehmen, das kann auch nicht jemand wie ich ihnen abnehmen, das will ich auch nicht, ist auch nicht mein Job. Das muss sozusagen viel tiefer gehen als das. Da Und können wir gleich nochmal genauer drüber reden. genau, aber gleichzeitig, dass man natürlich auch von außen immer noch mal eine ganz andere Perspektive hat, aber auch eine andere Unabhängigkeit natürlich, weil man irgendwie ganz Absolut. anders auf die Dinge blickt. Und das für mich einfach immer wichtig war, wenn man jetzt schon so eine Möglichkeit hatte, wie wir jetzt mit CN, die irgendwie so gut funktioniert hat, dass man einfach sagt, ja, es gibt die Strukturen, die existieren und die sind schwierig und da muss man auf jeden Fall ran. Aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dass wir unsere eigenen Strukturen anfangen aufzubauen, dass sozusagen man die Dinge, die irgendwie langsam und schleppend passieren oder schwierig sind oder unzufriedenstellend, dass man einfach sagt, ja, okay, wir machen es halt jetzt einfach anders. Und das ist einfach das, was wir wirklich auch versuchen, von der Zusammenstellung unseres Teams bis zu den Inhalten, die wir ja featuren. Ja. Das hatte ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, natürlich, wie diese Balance ist. Denn natürlich in so einer Institution zu sein, bringt natürlich eine gewisse Abhängigkeit mit sich. Also, oder tatsächlich auch, es ist dann natürlich auch ein ziemlich unangenehmes Arbeiten, wenn du halt immer in der Struktur bist und quasi von innen heraus mehr oder weniger gegen deine Kollegen, Kolleginnen, arbeiten musst, ein Absolut. Stück weit. Und was einen ja in gewisser Form auch befangener macht. Und klar, natürlich parallel dazu auch immer die Frage, wie kann man überhaupt was Neues schaffen, statt jetzt dauernd irgendwie zu gucken, an jetzt sich so an bestehenden Strukturen abzuarbeiten. Aber Genau. dennoch bist du ja jetzt am Stedelijk. Greater at Large. Was ist das eigentlich genau für eine Position? Du teilst dir das ja, du machst das ja nicht alleine. Ist das eine Position, die jetzt extra geschaffen wurde oder wurde die neu besetzt?
Ja, also das ist eine Position, die neu geschaffen wurde. Das ist auch eine Position, die jetzt, auch wenn das sozusagen öffentlich gemacht wurde, genau in diesem Moment, wo diese Welle irgendwie da ist und das an großen Themen ist, ist es so, dass es schon, glaube ich, seit einem Jahr irgendwie im Gespräch, aus einem Gespräch heraus sich sozusagen entwickelt hat. Aber Curator at Large heißt auch, ich bin nicht Festangestellte des Museums. Also ich, at Large heißt, ich werde nicht nach Amsterdam ziehen oder was auch immer. Ich mache ganz normal auch meine Arbeit weiter mit C-End und so weiter. At Large bedeutet wirklich, dass ich so ein bisschen, was ich gerade angefangen habe zu beschreiben, einfach mit einer Außenperspektive auf dieses Museum gucke. Und das heißt, dass ich in vielen Gesprächen mit dem Direktor, mit dem Team, der Kuratoren und so weiter, also wie ich das sehe, nicht nur Fragen, auch unangenehme Fragen stelle und immer wieder diese Fragen stellen werde und einfach, ja, für mich Konversationen aufbauen werde, die dann aber letztendlich natürlich innerhalb des Museums zu strukturellen Änderungen führen müssen. Das heißt, das entlässt das Museum in keinster Weise davon, dass sie natürlich ihr Staff viel besser aufstellen müssen, dass sie mit der lokalen Szene, also mit der Szene, die mit der Black Art Szene in Holland viel stärker zusammenarbeiten müssen. Und das aber auch nachhaltig, nicht nur durch eine Ausstellung oder durch ein Panel oder eine Performance, sondern dass das sozusagen was Langwieriges ist. Das heißt, diese, vor allem die lokalen Connection ist etwas, was das Museum jetzt auch anfängt. Muss man sehen, wie das weitergeht, aber was sie sozusagen von sich heraus auch machen. Und ich sehe meine Rolle wirklich mehr in dem, von außen drauf zu schauen, was ja auch vor allen Dingen die Positionierung des Museums im internationalen Kontext betrifft. Weil einerseits hat das Museum halt diese lokale Verantwortung, aber andererseits hat es als ein Museum, was sich letztendlich ja nur finanziert und aufstellen konnte, weil Holland die krasseste Kolonialmacht war und irgendwie diesen Reichtum akkumuliert hat und dann solche Museen und Sammlungen überhaupt erst aufbauen konnte, dass sozusagen natürlich auch klar ist, dass in diesem Kontext der globalen Verbindung, die das Museum repräsentiert, also der sehr problematischen und abusive Verbindungen, die global da sind. Das heißt, dass es da natürlich sich auch anders aufstellen muss. Und das sehe ich mehr auch, Na dass das klar. meine Perspektive ist aus der Erfahrung heraus, was wir mit C-End und so weiter machen, dass man wirklich schaut, auch diese Sammlung, wie kann man da irgendwie strukturell anders vorgehen, indem man irgendwie Strategien ändert und so weiter. Das heißt, es ist wirklich etwas, was ich auch bewusst nur so diese Entscheidung getroffen hätte. Also mich hätte das jetzt auch nicht interessiert, an das Museum in dem Sinne zu gehen als Angestellte, sondern wirklich auch mit so einer gesunden Distanz da drauf zu schauen. Und bis jetzt ist es so, dass das auch sehr offen angenommen wird. Ich glaube, sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Also dieses, was ich gerade beschrieben habe, unangenehme Fragen stellen und auch mal mit diesem unkomfortablen ein bisschen sitzen bleiben zu müssen und zu gucken, was man jetzt damit macht, dass das durchaus stattfindet. Also zumindestens, ich habe jetzt noch nicht alle Kuratorinnen und so getroffen, aber mit bestimmten Personen, so wie auch dem Direktor, der letztendlich ja auch derjenige war, der diesen Schritt sehr bewusst irgendwie gemacht hat. Genau. Ja, das setzt natürlich tatsächlich eine große Offenheit des Museums voraus, klar. Also vor allem, also das klingt jetzt ja nicht so, als wärst du da quasi als so eine, als so ein Feigenblatt oder Token quasi angeholt, wo dass sie sagen können, so, wir haben da jetzt ja jemanden eingestellt, jetzt ist irgendwie alles gut, was ja leider krasserweise tatsächlich oftmals Ja, genauso passiert. Und absolut. jetzt haben sie sich da quasi so einen Störfaktor irgendwie Ja, reingeholt in das Haus, das ist so, ja. was ja aber tatsächlich schon eine ganz schöne, wie gesagt, eine Offenheit und eine Bereitschaft des Hauses voraussetzt. Und Ja. auch also wirklich in diesen Prozess reingehen zu wollen. Ich weiß nicht, mich erinnert es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das vergleichbar ist. Ich glaube, da warst du ja auch in gewisser Weise mit involviert, dass ja, dass es ja hier in Deutschland gab bei der von der Kulturstiftung des Bundes mit dem 360 Grad für eine neue Stadtgesellschaft. Weil ich weiß nicht, Ja, irgendwie also in der. involviert direkt war ich da nicht, aber ich weiß, was du meinst, genau. Ja, genau. Und das ist ja vielleicht auch so ein ganz, so ein, irgendwie so ein ähnlicher Versuch gewesen, dass dort eben den Institutionen, ich glaube Museen, Bibliotheken können sich da, glaube ich, auch bewerben, dass die Möglichkeit geschaffen wird, durch Fördergelder eine Stelle zu schaffen, eben um sich quasi, dann quasi aber halt ins Haus rein, Personen zu holen, die eben von innen heraus die
ja, Sammlungskonzept, MitarbeiterInnenstruktur befragen, eben nach diesen Gesichtspunkten, inwiefern ist das, was dort passiert, überhaupt zeitgemäß im Sinne von einer, inwiefern bildet sich dort real existierende Gesellschaft ab. Du sagtest gerade Fragen. Was stellst du da so für Fragen? Unangenehme, was sind unangenehme Fragen? Also ja, zum Beispiel mal so irgendwie vielleicht ein kleines Beispiel, dass sie haben jetzt im Moment halt so eine Dauerausstellung der Sammlung. Sie haben ja auch viele Arbeiten aus den modernen oder sagen wir mal westlichen modernen, dass wenn da zum Beispiel ein großer Bereich ist oder der zur Kobra sich damit beschäftigt, dass man dann sagt, ja, aber warum ist da jetzt zum Beispiel nicht Erminis Mankoba dabei, ein Ja. südafrikanischer Künstler, der Ja. Mitbegründer war? Ja. Oder wenn man auf die Website schaut, dass sie halt sagen, ja, das Museum repräsentiert die Kunstgeschichte und so, wo ich sage, also die Kunstgeschichte sowieso kann keiner repräsentieren, wenn Ja. überhaupt, ist es im Plural und außerdem macht ihr es nicht. Ja. Und da müsst ihr es auch so kommunizieren, also dass es auch in solche Ebenen geht, wirklich in die Art und Weise der Kommunikation und der Sprache, sage ich mal. Das, oder zum Beispiel, es gibt dieses Stedelijk Studies, das ist so ein akademisches Journal, was sie rausbringen, wo sie zwar sehr viel diese Themen auch schon bearbeitet haben jetzt in den letzten 2 Jahren, also von globaler Kunst bis zu Migration und so weiter, aber dieser Editorial Board ist halt weiß und holländisch. Macht ja, Ja, also ja, kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen, dass ja. sowas überhaupt geht. Und solche Sachen, also dass man ja, da einfach so ein bisschen reingeht. Und jetzt, es geht ja jetzt auch gerade erst so richtig los. Also da wird es jetzt auch sicherlich bald dann nochmal verschiedene Programme und so, die ich mir dann auch mit einfach angucke und so, dass man darüber halt einfach spricht. Das ist aber jetzt gerade alles am Anfang. Deswegen kann ich eigentlich mehr zu der Rolle selber sagen, als jetzt zu den konkreten Dingen, die dann irgendwie so kommen. Genau. Ist sie zeitlich begrenzt? Also ist es so angesetzt oder wie? Das ist auf 2 Jahre mit der Option auf Verlängerung, was wohl auch sehr bewusst so entschieden wurde, zu sagen, es ist halt jetzt auch nicht irgendwie ein Gastkurator, der für ein Jahr für ein Projekt kommt oder ähnliches, sondern dass es schon eine gewisse Kontinuität haben soll. Und letztendlich aber natürlich nach 2 Jahren, das ist ja auch von beiden Seiten, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich nach 2 Jahren immer noch Lust habe, das zu Na machen, klar. dass man dann einfach weiterschaut. Aber ja, letztendlich auch wirklich mit der Prämisse, dass alles, was man irgendwie bespricht, dass es halt einfach auch einen nachhaltigen Einfluss hat auf das, was an dem Museum passiert, unabhängig davon, ob ich jetzt dann nach 2 Jahren noch da bin oder nicht. Und das, genau das Gleiche trifft auf Adam auch zu. Also wir arbeiten jetzt nicht als Team zusammen, sondern wir sind unabhängig beide mit dieser Rolle sozusagen eingeladen worden, das zu machen. Aber das wird sicherlich sozusagen auf unsere verschiedenen Perspektiven dann diese Aspekte einfach ja, Ja, reinbringen. sehr schön. Also ich bin wirklich sehr gespannt. Das werde ich verfolgen, was dann, Ja. wie dann das Delikt das alles umsetzt. Und Ja, hoffe genau. natürlich auch, dass vielleicht auch ein bisschen wie so ein Modellprojekt auch werden kann für Institutionen in Deutschland. Also weil dort natürlich, also klar, wie ich schon sagte, gibt es ja irgendwie dieses Programm. Es gibt so ganz langsame Versuche oder Randtastungen, aber irgendwie zeitgleich habe ich doch sehr das Gefühl, dass Deutschland da in vielen noch mal krasser hinterherhinkt. Ich meine, du sagtest eben, klar, habt irgendwie die Niederlande eine koloniale Vergangenheit, die sicherlich auch noch genug aufgearbeitet werden kann, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass zumindest das gar nicht mehr so großartig in Frage gestellt wird, dass es so war. Und in Deutschland habe ich schon eher das Gefühl, also vieles wird einfach in der Breite überhaupt noch gar nicht gewusst. Und es besteht immer noch so eine merkwürdige Abwehrhaltung, so ja, Deutschland war ja gar nicht so schlimm und es war ja gar nicht so lang und es spielt irgendwie gar keine so große Rolle. Aber dabei sind einfach die Nachwirkungen dieser vergleichsweise, natürlich vergleichsweise zu anderen europäischen Mächten kurzen Zeit, doch heute noch deutlich spürbar. Und es gibt da noch einiges zu machen, oder? Also wie empfindest du die deutsche Museumslage? Ja, absolut. Also ich meine, klar, es gab diese auch Programme wie Museum Global zum Beispiel von der Bundeskulturstiftung vor 360 Grad,
Und 360 Grad ist sicherlich auch ein guter Gedanke. Ich meine, es war was, was in UK schon vor 30 Jahren irgendwie Ja, eingeführt wurde. ja. Aber dort ist es auch, und das ist auch was, was ich vielleicht dazu noch mal kurz so sagen wollte. Das ist natürlich auf der einen Seite ist es gut und es ist irgendwie auch ein Schritt nach vorne, aber man muss halt auch einfach gucken, wie nachhaltig das ist, weil sozusagen, solange das immer Programme sind, die die Museen dazu anregen, indem sie Geld geben dafür, dass sie das machen, bin ich halt immer noch so echt noch so ein bisschen skeptisch, was halt passiert, wenn ja die Programme halt zu Ende sind. Also Ja. inwieweit dann die Museen ihre eigenen Budgets und so weiter und Strukturen dann auch wirklich dafür nutzen, das, was angestoßen wurde, auch weiterzuführen. Weil es Ja. ist natürlich schon auf eine Art so eine politische Entscheidung, die so irgendwie von oben kommt, indem Ja. die Bundeskulturstiftung halt sagt, wir rufen das jetzt aus als Schwerpunkt und ihr kriegt jetzt Geld, damit ihr halt schön in euren Sammlungen forscht, wie zum Beispiel Museum Global. Ja. Aber das muss man dann einfach auch nochmal abwarten, inwieweit das dann wirklich auch Spuren hinterlässt, die dann eine relevante Änderung auch irgendwie zeigen, ne? Absolut. Und Ja, ich meine, es gibt ja immer wieder Beispiele, wo dann irgendeine problematische Arbeit irgendwo auftaucht in der Sammlung oder aufgehängt wird und dann gibt es einen Shitstorm, das fällt dann jemandem auf und dann wird dann irgendwie diskutiert und darüber gesprochen, irgendwie publiziert, die Presse kommt und dann flaut das wieder ab und dann bleibt die Arbeit meistens hängen. Und genau. ja, bis zum nächsten Fall dann. Aber das ist ja meistens gar nicht so nachhaltig, was irgendwie passiert. Also das jetzt nur mal klar, das, was du ansprachst, sind ja sowieso klar diese größeren Projekte, aber auch im Kleinen. Also das zeigt sich eigentlich, dass wirklich viel an den Strukturen gearbeitet werden muss, damit sich überhaupt nachhaltig etwas verändert. Und das sind natürlich sehr langsame Prozesse. Und oftmals gerade bei städtischen oder staatlichen Museen ist es so, dass viele natürlich in langen Absolut. Verträgen dort sind und dann ja sich natürlich nicht jetzt Absolut. plötzlich eine Ausrichtung schnell ändern kann. Aber dennoch passieren ja Dinge. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass die jetzt passieren. Also klar, natürlich ganz viel passiert jetzt an Reaktionen auf Black Lives Matter 2020. Aber klar, natürlich, Amsterdam ist ja jetzt auch nicht gerade spontan aufgrund dessen passiert, sondern das hatte ja auch eine Vorarbeitung. Also es ist schon so spürbar, dass dort auch ja, sich grundsätzlich, wenn auch sehr langsam, Dinge verändern. Ja. Und auch, dass die Ausstellung jetzt gerade im Museum Ludwig ist natürlich jetzt auch nicht erst in den letzten Wochen entstanden, sondern hatte die Vorarbeitung, hatte irgendwie das Stipendium oder Forschungsresidency. Und ihr seid da ja, habt ihr eigentlich auch was mit Contemporary Art, eigentlich auch was direkt mit der Ausstellung zu tun? Oder steht das irgendwie in Zusammenhang? Weil ihr habt am Museum Ludwig ja auch ein Projekt laufen gerade. Genau, also die Mapping the Collection, die Ausstellung von Janice Mitchell, die jetzt gerade eröffnet wurde, die ich leider noch nicht live gesehen habe. Das ist ein unabhängiges Projekt. Das war genau im Rahmen eigentlich eines Fellowships, dass sie ähnlich wie die Projekte im Rahmen vom Museum Global sozusagen ans Museum kam, um die Sammlung nochmal durchzuschauen und zu schauen, wo sind da irgendwie Leerstellen, wo sind gewisse Dinge einfach überhaupt nicht wirklich beachtet worden. Vielleicht gibt es gab auch spezifische Künstler, die vielleicht sogar in der Sammlung sind, aber irgendwie kaum gezeigt werden und so weiter. Das heißt, sie hat es, ja, ich glaube, in 2 Jahren oder so eine Recherche gemacht. Es sollte ursprünglich, glaube ich, auch nur so ein Forschungsprojekt sein und hat sich dann aber, ich glaube, auch so auf ihr Bestreben hin, sage ich mal, auch zu einer Ausstellung entwickelt. Und das ist ganz klar, geht natürlich ganz klar in diese Richtung. Also, dass man sagt, okay, das ist eine super Sammlung, aber es ist natürlich eine super eurozentrisch westliche Sammlung, die Ja, das Museum Ludwig hat. ja. Und was heißt das eigentlich? Und ich glaube, bei ihr spezifisch auf den Fokus halt Amerika und was da für Arbeiten in der Sammlung sind. Und was wir gemacht haben, ist ein paralleles Projekt sozusagen, das Museum Ludwig uns eingeladen hat, mit unserem Center of Unfinished Business. Das ist so ein Leseraum, den wir seit 2017 betreiben, sage ich mal, und der in verschiedenen Institutionen jetzt auch schon war, immer Auf mit der dieser Idee Documenta oder war das auch, Ursprungsidee. oder? Auf der Ja, eine Documenta? kleine Was? Version.
Ja, eine kleine Version. Also bei dem Education-Team war so, hatten wir so eine kleine Residency, sage ich mal. Und zwar jetzt zuletzt, vor Museum Ludwig war es auf der Transmediale, Akademie der Künste. Jetzt im Herbst geht es nach Dresden, das Albertinum. Und da waren wir halt ursprünglich vom IFA mal angefragt worden, so eine Zusammenstellung von Büchern zu machen zum Thema Kolonialismus. Und dann haben wir gesagt so, ja, kann man machen, aber ist irgendwie auch so, ja, ist halt wie so ein Handapparat, ne? Und dann haben wir halt irgendwie überlegt, wie man das noch so ein bisschen, so einen Twist irgendwie reinbringen kann und haben dann gesagt, ja, okay, klar sind da auch Bücher zur deutschen Kolonialgeschichte oder postkoloniale Theorien drin, aber was sind eigentlich die ganzen anderen Spuren des Kolonialismus, sind ja überall. Ja. Das heißt, wir haben da auch Bücher zu Wall Street, wir haben Bücher zu Mode, wir haben Bücher zu Hip-Hop, wir haben auch Videos, die parallel laufen von verschiedensten Musikerinnen. Und dann haben wir aber auch Bücher, die halt zum Beispiel wie der Gombrich, den du vielleicht auch noch kennst aus deinem Studium, die Geschichte der Kunst, der immer so die Bibel, die man eben gelesen haben muss. Man, die Bibel der Kunsthistoriker. Genau, die, wenn man die gelesen hat, dann hieß es immer, dann weißt du alles. Ja. Was natürlich absurd ist, weil es eine rein westliche Perspektive ist. Ja. Und das heißt, wir haben halt auch solche Bücher reingenommen, die einfach die Leerstellen zeigen. Das heißt, dass die Leute am Anfang oft dann so ein bisschen irritiert waren, weil es dann war so, hä, was hat das jetzt mit Kolonialismus zu tun? Aber es hat natürlich alles damit zu tun. Klar. Es hat genau das reflektiert, dass es eben ausgeklammert wurde. So. Und das ist halt etwas, was wir dann immer, wenn wir zu den verschiedenen Institutionen gehen, quasi Bücher mitbringen, aber dann auch in deren Bibliotheken reingehen und gucken, was haben sie nicht, was ist problematisch und alles kommt dann sozusagen auch mit rein und trifft sich dann quasi in dem Leseraum. Und die dritte Komponente ist bei allen größeren Stationen, jedenfalls jetzt auch im Museum Ludwig, dass wir mit IOTO, Each One Teach One, seit Anfang zusammenarbeiten, weil die ja nun mal eine die wichtigste Bibliothek haben in Deutschland zu Publikationen von Schreiberinnen aus Afrika und Diaspora, dass wir auch von denen immer auch Bücher mit reinnehmen. Und die haben ja auch ein sehr breites, breite Aufstellung, das heißt von Theorie bis zu auch rassistischen Büchern, die wir zum Beispiel auch mit reinnehmen, weil wir sagen, das ist auch Teil dessen, die kann man jetzt nicht irgendwie im Giftschrank wegschließen. Und aber warum es auch wichtig war für uns, war IOTO von Anfang an mit reinzunehmen, ist einfach um zu sagen, naja, es ist natürlich total gut und toll, dass die ganzen Institutionen jetzt anfangen, solche Anfragen zu stellen, was zu machen. Aber sie müssen jetzt auch nicht das Rad neu erfinden, weil es gibt natürlich schon diese ganzen tollen, wichtigen Leute und Gruppen wie IOTO, die ja schon seit Jahrzehnten die Arbeit machen. Na klar. Und das muss man natürlich auch auf jeden Fall, und das finde ich halt auch ganz wichtig, dass die Institutionen das wirklich auch anerkennen und annehmen, dass sie das wissen die oft gar nicht, habe ich das Gefühl. So, nee, das ist so ein richtiges, ja, die denken immer, wir haben jetzt irgendwie eine super neue Idee. Genau. Und dabei gibt es irgendwie andere, die das seit Jahrzehnten schon machen. Ja, ja, genau. Und das ist das, was wir sozusagen Museum Ludwig jetzt zeigen, also dieses Center und dann halt so ein bisschen auch zu der Arbeit, die wir machen auf C-End und wir commissionen da auch neue Kunstwerke, die sonst nur online gezeigt werden, die jetzt dann da im Raum projiziert werden und ja, sozusagen so ein bisschen eine Reflexion zu dem, was wir halt machen oder gemacht haben in den letzten Jahren. Ja, also das funktioniert dann quasi wie eine Präsenzbibliothek. Da können dann Leute hinkommen und sich Bücher anschauen. Genau. Und es ist halt im Ausstellungsraum selber. Das heißt, das ist sozusagen schon auch so gesehen, dass es im Kontext der Kunst, die dann auch sonst gezeigt wird, direkt gezeigt wird, jetzt eben nicht in der Bibliothek oder ähnliches. Und die Idee ist halt auch, dass wir jetzt eben, deswegen nennen wir jetzt auch keine Bibliothek, es ist nur ein Leseraum, dass wir halt sehr bewusst jetzt keine Katalogisierung haben. Es gibt keine Listen, es gibt kein System. Also wir bauen das, also wenn ich wir sage, ist das Julia Große, mit der ich sie entmache. Und ich, wir füllen den Leseraum ganz assoziativ. Das heißt, wir gehen rein und stellen die Bücher so hin, wie wir sozusagen assoziativ denken, was interessante Verbindungen sein können, die eben nicht so wie in der Bibliothek sind, wo du halt an der einen Stelle dann nur deutsche Kolonialgeschichte hast, das nächste ist dann nur Postkolonialtheorie und so weiter. Und die Idee ist aber auch, dass die Leute, dadurch, dass sie den Leseraum nutzen, es komplett sich verändert im Laufe der Ausstellung. Das heißt, dass sie die Bücher ganz anders hinstellen, was auch immer super funktioniert, wo sich dann plötzlich nochmal wieder ganz neue Verbindungen aufmachen durch die Besucherinnen. Und wir haben auch immer Post-its da, dass Leute irgendwie Comments und Ähnliches hinterlassen können. Ah, okay, das ist gut. Super ist. Bei der Transmediale war echt das ganze Ding irgendwie bedeckt.
Ja. Post-its, wo Ja. die Leute, also wir sagen immer, ihr könnt alles hinschreiben. Es kann so sein wie, warum sind die Bücher von Envisor immer so riesig dick gewesen, bis zu, das ist die beste Übersetzung von Bell Hooks oder so. Ja, Also, und das ist halt ganz toll, weil es halt nochmal so eine andere Ebene dann auch reinbringt, die auch außerhalb dessen geht, was wir ganz subjektiv kuratorisch quasi mit den Büchern machen. du sagtest jetzt vorhin auch, ihr habt auch problematische Bücher mit drin. Wird es irgendwie von euch kontextualisiert oder kommentiert oder steht es dann da einfach und ergibt sich dann quasi erstmal durch eure Einordnung und dann eben dadurch, wie Besucher, Besucherinnen mit der Bibliothek Genau, umgehen? absolut. Also es ist jetzt nicht, dass wir da irgendwie ein Post-it draufschreiben und sagen, das ist ein rassistisches Buch, sondern das trauen wir sozusagen den Besucherinnen auch zu, dass wenn man quasi, ich weiß nicht, zum Beispiel ein Buch von einem tollen südafrikanischen Fotografen neben einem Kolonialfotografen stellt, dass sozusagen dann da auch diese Bezüge hergestellt werden. Genau. Und Und dass es sie sich funktioniert. sozusagen diesen schwierigen Büchern auch stellen Okay. müssen, so, genau. Und ihr bekommt da auch Reaktionen dann über Post-its mit, oder? Ja, also es war bis jetzt noch nie so, dass es irgendwie Reaktionen gab, dass die Leute da irgendwie nicht so, also drauf klargekommen sind. Es ist natürlich so, dass wir haben schon so eine Art Manual, was irgendwie entweder in dem Leseraum ist oder jetzt halt irgendwie als Wandtext ist, wo Ideen, was ich so ein bisschen gerade zusammengefasst habe, quasi nochmal schreiben und das sagen, das ist sozusagen unser Manual, wie ihr diese Bibliothek verwenden könnt, wo wir so diese bestimmten Aspekte halt einfach sagen oder warum diese Art von Büchern drin sind und so. Und das ist sozusagen der einzige Background, den die Leute mitnehmen können, um reinzugehen. Genau. Ja. Okay. Ich bin auch demnächst mal in Köln. Ich schaue mir das an. Auf jeden Ja, Fall. Weil ich mache. wollte mir die Genau. Ausstellung angucken. Eher Ja. und dann mache ich das. Gucke ich mal, vielleicht gehe ich mit Michelle Elie. Ja, Und genau. schauen wir die Ausstellung an. Weißt du eigentlich, ob jetzt bei der Mapping the Collection Ausstellung, ob dann das Museum Ludwig tatsächlich auch quasi die fehlenden Arbeiten dann auch ankauft für die Sammlung? Das weiß ich nicht. Also die müssen ja sicherlich, wie viele andere Museen, eh immer ihre Budgets jetzt nochmal neu Ja, na überdenken. klar. Aber ich denke mal, wenn sie Möglichkeiten haben, ist aber sicherlich schon auch der Wille da. Das würde ich jetzt schon so einschätzen. Ja. Aber das weiß ich nicht. Das müsste man die Janice dann mal fragen, Ja, wie ja. die Gespräche sind. Ich finde die Argumentation auch immer spannend, wenn es dann heißt, dass jetzt quasi die Ausstellung eben, dass man sagt, wir haben hier eine westliche Sammlung und haben dann keinen Afrika-Sammelschwerpunkt, als wird, wo dann nochmal so quasi impliziert wird, das bedeutet, dass halt in der westlichen Kunst gibt es halt irgendwie keine Kunst von Schwarzen oder Absolut. Off-Color-Personen. Und das finde ich Absolut. natürlich in dem Kontext jetzt mit der 60er, 70er Jahre, mit dem Schwerpunkt in den USA ja auch nochmal, also weil es Absolut. ist komplett absurd irgendwie anzunehmen, also mittlerweile komplett absurd anzunehmen, dass es jetzt keine schwarzen Künstler, Künstlerinnen gegeben haben soll, die relevant gewesen sind in den 60er, 70er Jahren. Also es ist Ja. komplett absurd. Und vor allem ja, und überhaupt dann, deswegen finde ich das auch mit eurer Bibliothek ganz interessant, einfach aufzuzeigen, dass natürlich der Kolonialismus auch Einfluss hat natürlich immer noch und ja, also auch immer auf die westliche Kunst oder die Kunst des globalen Nordens, wie auch immer man das so gerne unterteilen möchte, dass natürlich immer also eine Relation oder eine Beeinflussung bestanden hat und dann immer so zu tun, als wären jetzt die Dinge so vom Himmel gefallen oder hätte sich irgendjemand so ausgedacht, ist natürlich Absolut. mittlerweile komplett absurd. Und dann so Ja. einen Gombrich zu lesen, um Ja. dann irgendwie die Kunstgeschichte zu verstehen. Also es fehlt halt einfach, es fehlt einfach immer ein großer Teil, um das überhaupt verstehen zu können, was jetzt Ja. ist. Und das ist, ja, ich finde es ja auch eigentlich eine wahnsinnig spannende Arbeit, eben diese Leerstellen aufzuarbeiten und bin dann eigentlich immer eher überrascht, wenn, ja, nicht wirklich überrascht natürlich, aber verstehst, willst dann immer nicht so ganz verstehen, warum dann, wo dann so die Widerstände herkommen dagegen, weil ich denke, es ist doch irgendwie toll, dass man jetzt plötzlich so ein, man denkt, man hat so einen Forschungsbereich ausgeschöpft und dann plötzlich ergibt sich eigentlich noch so ein
Wir haben so eine ganze Welt hinter so einer Tür, die man irgendwie vorher immer so ignoriert hat. Ja, absolut. Aber ja, ich habe jetzt quasi noch einen Themenkomplex, den ich noch gerne mit dir ansprechen würde, würde aber vorher gerne noch sagen an alle die jetzt zuhören, dass gerne Fragen gestellt werden dürfen. Also wir haben jetzt irgendwie noch knapp 15 Minuten, beziehungsweise wir haben, glaube ich, eh spät, ja, dadurch, dass wir später angefangen haben, fliegen wir nicht raus. Wir sind letzte Woche einfach so rausgeflogen, weil es Oh nicht so nein. einfach ist, mit, mit Ja. Michelle eine Stunde lang zu sprechen, weil sie doch immer wahnsinnig viel zu erzählen hat, irgendwie auch, was sie auch in der Ausstellung tut. Das ist ja auch schön. Und genau, also an alle, die jetzt noch hier zuhören, ihr könnt gerne Fragen stellen. Und bevor wir das dann für die Fragen öffnen, würde ich nämlich tatsächlich gerne auch noch mal ein bisschen über Nachwuchs und Ausbildung sprechen, weil das so ein bisschen der Bereich ist, wo mich auch vermehrt Fragen erreichen, also wo mich Leute anschreiben, sagen, wie bist du da überhaupt hingekommen in die Position, was muss ich machen, um da um Kuratorin zu werden, was ja, glaube ich, ganz grundsätzlich schon nicht so eine Nee. einfache Geschichte ist. Also bei mir kann ich einfach sagen, ich bin da irgendwie so reingerutscht, lustigerweise. Es hat sich tatsächlich, es ist einfach eins zum anderen gekommen und würde da gerne eben nochmal von dir wissen, wie das bei dir war und auch über vielleicht über Hürden sprechen, so systemische Ungleichheiten. Und was mich auch noch interessiert, natürlich ist der Unterschied auch der Situation jetzt zwischen deutschen oder europäischen schwarzen Personen und auf Color Personen und auch außereuropäischen Personen. Also weil da glaube ich auch noch mal ein Unterschied ist. Aber ja, vielleicht erstmal zu deinem Werdegang und deinen Tipps für den Ja. Nachwuchs. Ja, also bei mir war das tatsächlich so, dass ich zu Schulzeiten halt immer schon eine Affinität zu Kunst hatte und ich immer irgendwie schon wusste, also BWL oder so raff ich nicht, kann ich nicht. Ich war schlecht in Mathe und Naturwissenschaften. Das heißt, ich wollte immer irgendwie was im Kulturbereich machen, hätte aber jetzt irgendwie auch nie zum Beispiel die Option für mich gesehen, Künstlerin zu werden. Wäre ich wahrscheinlich auch nicht gut drin gewesen. Aber das war wäre schon jetzt eins zu weit gewesen, irgendwie so im Sinne, selbst die Kunstgeschichte wurde sozusagen ja auch immer als brotlose Kunst quasi definiert. Was ja einfach ein Aspekt ist, der nicht zu unterschätzen ist, wenn wir gleich nochmal darüber reden, wo die Hürden und so liegen. Aber deswegen habe ich mich dann doch für Kunstgeschichte entschieden, bin dann an die FU in Berlin gegangen und habe eigentlich am Anfang sozusagen das ganz normal studiert. Also das ist ja oft leider auch so, gerade bei unserer Generation von Afrodeutschen, dass man sich ja jetzt gar nicht unbedingt so bewusst ist, wie sehr man irgendwie weiß-westlich geprägt ist. Das heißt, so, ich würde mal sagen, so die ersten beiden Semester habe ich halt ganz normal, wie das halt so war, mittelalterliche Kirchen, Renaissance bis zu, weiß was ich, irgendwie gemacht in den Grundkursen. Und es war auch noch zu einer Zeit, das klingt, dass ich so super alt bin, aber so ist es halt. Also es war noch zu einer Zeit, als Damals. irgendwie, ja, genau, damals, wo es in der Kunstgeschichte schon toll war, wenn du Seminare zur zeitgenössischer Kunst gemacht hast. Das heißt, das war schon der erste Schritt. Das war sozusagen überhaupt schon viel, dass ich dann relativ schnell gesagt habe, okay, nee, wenn interessiert mich eigentlich nur die zeitgenössische Kunst und in dem Bereich zu gehen und habe da relativ schnell irgendwie auch praktisch immer versucht, nebenbei zu arbeiten in Galerien und Kunstmessen und so weiter, weil das ja etwas ist, was ich weiß jetzt nicht mehr, wie es heute ist, aber damals definitiv überhaupt keine Rolle spielt, diese Praxis. Also welche Tools kriegt man eigentlich, um dann irgendwie später im Kunstfeld zu arbeiten, wenn man jetzt nicht in der akademischen Bereich Genau, bleibt. Und dann aber vor allen Dingen auch echt durch meine Arbeit, die ich dann so in Galerien und so hatte, wo ich tatsächlich ja immer die Einzige dann war, die irgendwie Afro war, wo man da natürlich die gleichen Erfahrungen machte, dass die Leute irgendwie nicht auf die Idee gekommen sind, dass man irgendwie deutsch sein kann und so. Dadurch hat sich das dann eigentlich immer mehr verstärkt, dass ich so gehört habe, boah, das nervt irgendwie echt, dass das sich so stark auch in einem Feld widerspiegelt, was sich selber irgendwie so als so international und offen präsentiert und selbst wahrnimmt. Und dadurch habe ich dann immer weiter zu einem Studium gesagt, so dass diese anderen Themen interessieren mich mehr. Das ist aber was ich quasi mir selber dann nebenbei angelernt habe, weil es gab keine Seminare zu
Kara Walker oder was auch immer. Ne? Das gab es einfach nicht. Also, das gab es bei mir auch nicht. Nee, das war wie gesagt schon toll, wenn man mal irgendwie in den Hamburger Bahnhof gegangen ist irgendwie so und sich Beutel angeguckt hat. Und dann habe ich halt meine Magisterarbeit zur Darstellung schwarzer Menschen in der Kunst zur Kolonialzeit geschrieben. Das heißt also Kolonialmaler, aber auch Expressionismus und so weiter. Und habe das sozusagen da so eine Analyse gemacht, weil jetzt inzwischen gibt es auch viel mehr Publikationen und so. Das war aber damals ja auch irgendwie noch nicht so. Also habe ich mir so ein bisschen krampfhaft Sachen dann eher dann auch aus dem internationalen Kontext natürlich irgendwie zusammengesucht. Und habe dann für mich gedacht, dass wenn ich jetzt in diesem Kunstbereich bleiben will, das eigentlich mich nur interessiert, wenn ich da irgendwie weitermachen kann bei den Dingen, die ich irgendwie problematisch finde. Und habe mich dann irgendwie entschieden zu promovieren. Ich habe meine Promotion dann zur Repräsentation von Kunst aus Afrika und der Diaspora, also zeitgenössische Kunst aus Afrika und Diaspora im deutschen Kontext geschrieben, seit den 1960er Jahren. Das heißt, es waren so Themen auch, was ist in der DDR passiert, in der Verbindung in der Kulturpolitik zu sozialistischen afrikanischen Ländern und so weiter, bis in die 2000er hinein, also eine sehr kunsthistorische, archivarische Arbeit, was natürlich da auch überhaupt noch nichts gab an Publikationen oder so. Ja, ja. Und da war halt wirklich, das war so ein wichtiger Punkt vielleicht auch, dass es zu dem Zeitpunkt wirklich ich in Deutschland niemanden gefunden habe, der mich hätte betreuen wollen oder können. Also mit dem Thema, weil es wirklich so war, dass es gesagt wurde, so, hä? Was willst du denn da schreiben? Da gibt es doch überhaupt nichts. Ne? Also, oder nee, das ist nicht meine Expertise. Oder verstehen Sie nicht, was ich damit meine? Ja. Oder die Leute, mit denen ich gearbeitet hatte und dann gesagt habe, ich habe jetzt Studium fertig, ich mache jetzt Promotion, ich geweckt, die dann gesagt haben, ach so, jetzt bist du halt auf so einem Identity-Trip oder was. Ja. Also das war ganz klar, dass es null verstanden wurde. Ja. Und das erst dann, als ich dann schließlich in London mich beworben habe, dass da sich nochmal ganz andere Welten für mich aufgetan haben. Also da war das so, da gab es die SOAS, ich habe einige gehört, dass die auf London studiert, die SOAS, Innevar, diese ganzen Bibliotheken und Institutionen. Meine Professorin hat seit Jahren zu solchen Themen gearbeitet. Ja. Das heißt, das war für mich echt so ein ganz, ganz wichtiger Schritt, das irgendwie zu machen und zu sehen, das gibt es schon, das ist nur einfach in Deutschland way behind so. Ja. Aber dann war es für mich auch wichtig, nach der Promotion zu sagen, naja, ich will aber jetzt auch nicht in London bleiben, ich habe ganz bewusst gesagt, ich will zurück nach Deutschland. Ja. Ich will halt hier gucken, wie ich hier irgendwie meinen kleinen Beitrag leisten kann, dass sich da mal Dinge irgendwie verschieben und verändern. Und das kam dann im ersten Schritt mit der Stelle am Museum in Frankfurt und hat sich halt seitdem dann irgendwie so weiterentwickelt. Und ich denke, dass das so ein bisschen natürlich, was ich jetzt so beschreibe, auch wenn das jetzt natürlich eine Weile her ist, also ich habe angefangen mit meiner Profession in 2007, glaube ich, also ist echt lange her, dass aber natürlich das immer noch so ist, und das sehe ich ja auch dadurch, dass ich unterrichte an verschiedenen Kunstunis und so, dass immer noch so ein bisschen einfach da es ja schon losgeht, dass einfach gar nicht die Studierenden in der Zusammensetzung das widerspiegeln, wie wir, unsere Gesellschaft irgendwie ist. Es ist immer noch ganz klar, dass es sehr weiß ist. Und wenn es international ist, dann ist es international im Sinne von weiß international, sage ich mal. Ja. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass es sicherlich auch nicht viele Beispiele gibt, wenn man jetzt erstmal ganz auf den lokalen deutschen Kontext bezieht. Also das ist sozusagen, als wir beide studiert haben, hätten wir jetzt hier niemanden gehabt, wo man hätte sagen können, ja cool, das, das, ich will das so machen wie die irgendwie oder irgendwie so unbewusst das überhaupt wahrnimmt, muss ja noch nicht mal so idle-mäßig sein, aber dass es irgendwie normal ist, dass man irgendwie solche Leute irgendwie sprechen hört und so. Und klar fängt das langsam an sich zu ändern, aber ich meine, come on, also man kann ja die Leute an einer Hand abzählen in Deutschland, die absolut an irgendwie sichtbaren Positionen sind im Kulturbetrieb, die schwarz oder auf Color sind. Und, das heißt, dass da auch, finde ich, da auch wirklich eine Arbeit auch bei den Kunstunis und bei den kunsthistorischen Instituten liegt tatsächlich, da auch eine sehr bewusste Reach-out zu machen und sich sehr bewusst darüber zu sein und zu überlegen, wie sie interessant werden können und sich öffnen können für junge Leute, die nach dem Abi sich dann dafür entscheiden, weil es gibt natürlich
viele junge Leute, die das auf jeden Fall interessiert, aber die halt irgendwie abgeschreckt sind oder verunsichert sind. Also nicht nur wegen der wirtschaftlichen Implikation. Klar, es ist, Kulturbetrieb ist jetzt nicht so, ne, wie wenn du, weiß ich, Anwalt wirst, vielleicht ist es auch ein Klischee, weiß ich nicht, aber so ist ja eher die Denke. Aber halt einfach auch, dass dort die Themen und Sensibilitäten da sind, die einen selber betreffen als BIPOC. Das ist ja einfach auch überhaupt noch nicht da. Also das absolut. Und damit meine ich ja auch gar nicht, dass jetzt die Unis dann alle nur noch irgendwie afrikanische, kunsthistorische Themen aufgreifen sollen. Also es geht ja immer auch um das Umfassen. Ne? Also es geht ja, ist ja trotzdem wichtig, dass man sich auch mit allen möglichen Narrativen auseinandersetzt, aber dass man überhaupt sich öffnet. Und das ist halt, finde ich, findet halt eigentlich noch gar nicht statt. Und das kann man nur hoffen, dass jetzt mit dieser starken Eruption des Themas sich dann eben auch die Ausbildungsinstitute davon angesprochen fühlen, dass das Absolut. Sie betrifft, weil da fängt es an. Ich meine, es fängt schon in der Schule natürlich an. Das ist nochmal ein anderes Thema für sich. Aber spätestens dann ist es sozusagen, da geht's los, bevor wir überhaupt über die Institutionen und alles, was danach kommt, sprechen können. So. Deswegen hatte ich auch nochmal irgendwie die Frage mit aufgebracht, wie sich vielleicht auch Situationen unterscheiden, eben von deutschen BIPOC oder eben auch außereuropäischen, weil ich oftmals das Gefühl habe, dass dann eher geschaut wird, wie bekommt man jetzt Studierende aus afrikanischen Ländern nach Deutschland. So, was ja sehr, also ist ja auch wichtig und gut und schön. Das will ich gar nicht kritisieren unbedingt, aber dass so irgendwie, wenn man denkt, so, also das ist dann quasi immer so ins Ausländische oder Außereuropäische verortet wird, so automatisch und gar nicht gedacht wird, okay, aber es gibt ja auch schwarze Personen in Deutschland oder Of-Color-Personen in Deutschland, die auch Teil der deutschen Geschichte sind, die ja oftmals gar nicht bekannt ist oder auch bekannt gemacht werden möchte, wie auch immer. Absolut. Und dass da dann gar nicht geschaut wird. Also ich meine, beste Reaktion ist ja das, was du auch eben erzählt hast von deiner Dissertation, wo dann irgendwie aufkam, hä, was wollen sie da machen? Das gibt's nicht. Was ja Quatsch ist. Natürlich gibt es das, natürlich gibt es die Geschichte. Ich habe 100 Seiten drüber geschrieben, ne? Hätte noch mehr schreiben können. Das gibt es auf jeden Fall. Das ist ziemlich viel für etwas, was es nicht gibt. Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall so ein Phänomen, was sozusagen die Unis und so betrifft, was ich aber auch finde, was halt auch oft im Institutionellen sich widerspiegelt, dass wenn jetzt dann Museen Ausstellungen machen und so weiter, dass oft dann zum Beispiel in die USA geschaut wird und dann Afro-Künstlerinnen aus den USA eingeladen werden, was wie gesagt cool ist, ist ja klar, also ne, aber es ist sozusagen, es reflektiert nur etwas oder legt sowas offen, dass sozusagen dieser Zwischenschritt, den du sagst, gar nicht wahrgenommen wird. Also dass sozusagen viel weniger afroeuropäische Künstlerinnen jetzt in den letzten Jahren im Rahmen dieser ganzen sogenannten Öffnung irgendwie eingeladen werden, als das, was irgendwie hier direkt passiert. Und das heißt, das setzt sich sozusagen fort, das fängt an der Uni an und geht sozusagen so weiter. Und ich denke auch, also was die Unis betrifft, es muss halt beides sein. Also ich finde auch, es ist wichtig, das noch stärker zu öffnen, dass internationale Künstlerinnen aus Afrika oder Lateinamerika noch stärker irgendwie die Möglichkeiten haben. Und das fängt natürlich bei Studienordnungen, Visa-Regulations und so weiter an. Ja, das ist ja auch oft irgendwie das Argument, dass sie würden ja gerne, aber geht ja nicht. Und da finde ich, da muss einfach ganz viel, Druck gemacht werden, weil ich meine, so große Universitäten wie die UdK oder so, die haben ja eine gewisse Form von Power, die sie ja, wenn sie wollen, einsetzen können. Das ist ja auf jeden Fall so. Also, Wir müssen an die Struktur ran. Alles. Genau, absolut. Habe ich irgendwas noch vergessen? Hast du noch was gefragt, was ich jetzt nicht... Ich glaube, du hast alles gesagt. Ich wollte noch was ergänzen, aber das habe ich jetzt gerade vergessen. Es gibt auch irgendwie keine Fragen. Ist wunderbar anscheinend. Ich gucke hier nochmal. Anscheinend machen wir alle glücklich. Beantworten alles. Was wollte ich noch sagen? Ich weiß es gar nicht. Ich finde, wir sind auf jeden Fall total perfekt in der Zeit. Also was ich vielleicht noch ergänzen kann, so ein bisschen, ach so, genau, vielleicht geht das noch so ein bisschen in das, was du vorhin gefragt hattest, wie sehr, was junge
Künstlerinnen oder Kulturschaffende vielleicht auch tun können von ihrer Seite so, ne? Also wie so abgesehen davon, dass die Universitäten mehr Reach-out machen müssen, wenn jetzt jemand schon so weit ist und an einer Uni drin ist, sage ich mal, oder jetzt die ersten Ausstellungen und so hat, dass ich halt finde, was echt wichtig ist und was ich letztens auch mal so in so einem Gespräch zwischen schwarzen Künstlerinnen, die hier in Berlin sind, irgendwie so mitbekommen habe, dass man halt viel stärker seine eigene Agency hervorheben muss. Ja. Also, dass man sich gar nicht davon verunsichern lassen darf, dass es halt jetzt diese ganzen Programme gibt, die aber oft einfach irgendwie damit einhergehen, dass da so eine Erwartungshaltung ist, dass, weiß ich nicht, alle irgendwas zu Identity und Kolonialismus machen, nur weil sie schwarz sind. Ja. Ist ja auch total okay, wenn Künstlerinnen das machen, weil sie das beschäftigt. Das meine ich gar nicht, aber es muss natürlich auch umgekehrt die Möglichkeit haben, dass Künstlerinnen etwas zu, ich habe letztens mal geschrieben, irgendwie japanische Roboter oder was auch immer, was sie halt gerade interessiert machen können. Und dass, wenn sie halt eingeladen werden, an Projekten teilzunehmen, und sie irgendwie das Gefühl haben, es geht eigentlich nur um sowas, was eher was Tokenistisches oder auch um eine Unsensibilität, dass, wenn sie sich's erlauben können, dann auch Nein sagen zu Sachen. Ja. Und wenn sie es sich nicht leisten können, weil es schon klar, dass man abhängig ist von solchen Einladungen, auch finanziell, dass man dennoch die Annahme solcher Einladungen an gewisse Forderungen knüpft. Weil es halt leider natürlich oft immer noch so ist in dieser Struktur des Kulturbereichs, dass man denkt, man ist von diesen Programmen und Institutionen komplett abhängig. Aber die sind auch abhängig von uns. Ja. Also es ist sozusagen eine beidseitige Abhängigkeit und das darf man auch gar nicht unterschätzen. Und jetzt in diesem Moment mehr denn je, dass sozusagen die Institutionen verstanden haben, langsam geht es halt nicht mehr anders und sie kriegen einfach einen mega Backlash, wenn sie sich nicht irgendwie öffnen und anders aufstellen, dass man dementsprechend einfach auch diese Forderung stellen kann und sagen kann, ey Leute, also ich mache nicht mit, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass hier wirklich was Nachhaltiges passiert. Absolut. Sonst macht es für mich keinen Sinn, hier einmal auf einem Panel zu sitzen und dann geht ihr wieder über zur Tagesordnung. Absolut, absolut. Gerade je mehr Leute das dann auch machen, desto mehr Relevanz kriegt es dann ja auch. Also das finde ich halt, das ist echt ganz wichtig, dass das gerade die Youngster-Leute, die nachkommen, mit diesem Selbstbewusstsein da reingehen können, so ohne irgendwie Angst haben zu müssen. So. Also ich verstehe, dass es schwierig ist, gerade wenn man irgendwie prekär ist und so, aber das ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt, dass man das einfach ausspricht und Bedingungen stellt. Ja. Ja. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist in dem Kontext, ist, glaube ich, Bündnisse schließen, Netzwerke schaffen, sich mit anderen zusammentun, das kreiert natürlich auch nochmal so einen gewissen Rückhalt auf, sich dann sowas zu trauen, wenn man dann weiß, da springt jetzt nicht dann sofort die nächste Person ein und macht dann den Job. Weil dann ist es natürlich, dann ist es ja wurscht, weil dann kann man es ja auch selber machen und das Geld nehmen, wenn dann überhaupt Geld gibt. Sondern dass es auf jeden Fall wichtig ist, sich einfach mit anderen zu verbünden und zu vernetzen, um da eine gewisse Macht auch zu haben. Ja. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen wie so eine Aufgabe an uns alle, da vielleicht einfach noch ein bisschen mehr zusammenzuarbeiten und sich vielleicht auch ein bisschen mehr abzusprechen und auch strategischer dadurch, glaube ich, vorgehen zu können. Ich glaube, das ist wichtig und vielleicht so die nochmal so die nächste Aufgabe. Ja, absolut. Ja, es hängt alles miteinander zusammen, auf jeden Fall. Also, und ich glaube, insofern ist es vielleicht sogar auch gut im deutschen Kontext, dass es irgendwie ja auch greifbar ist, weil es halt sozusagen noch gar nicht so viel gibt, kann man sozusagen jetzt auch bestimmte Dinge einfach beginnen und es sind irgendwie nicht die verschiedensten kleinen Gruppen und so weiter, sondern man kann jetzt da sehr systematisch irgendwie auch vorgehen. Ich habe aber auch das Gefühl, soweit ich das jetzt so mitbekomme, also gerade auch so von jüngeren Künstlerinnen und so, dass das auch so ist, dass da wirklich auch sehr viel passiert, was man sich, glaube ich, vor einem Jahr noch gar nicht hätte so vorstellen können, ehrlich gesagt. Und das ist auf jeden Fall toll und das ist auch was mich da auch irgendwie positiv drauf gucken lässt. Also natürlich bin ich immer noch irgendwie skeptisch, ob das jetzt wirklich ein historischer Moment ist. Also vor allen Dingen im deutschen Kontext, das ist natürlich in den USA sicherlich noch was anderes. Aber es ist sicherlich etwas, was, und jetzt arbeite ich ja auch fast, wenn man das Studium einrechnet, fast 20 Jahren in dem Bereich so in der Form noch nicht stattgefunden hat. Und das ist auf jeden Fall schon ein toller Schritt. Ja, das sind super Schlusswort.
dass wir irgendwie skeptisch, optimistisch in die Zukunft blicken. Richtig, Ja, richtig. ich finde es gut. Genau. Ja, großartig. Also vielleicht noch eine ganz kurze Ankündigung für nächste Woche, bevor ich dich verabschiede und euch Ja. verabschiede, bevor wir hier auch rausfliegen vor allem. Also wie gesagt, nächste Woche Dienstag, 19 Uhr, spreche ich mit Natasha Kelly. Genau, Yvette, mit der hattest du ja auch zu tun im Kontext von, also spätestens oder frühestens, wir auch, also zumindest auf jeden Fall im Kontext von der Berlin Biennale. Über Genau. die Arbeit werden wir auch hauptsächlich sprechen und ein bisschen über Bremen und den blinden Fleck und Milli und ihr Erwachen. Und ja, an dieser Stelle, Yvette, ich danke dir. Danke Das dir. Video wird es auch dann auf der Museumsseite noch, kann man sich auch noch hinterher anschauen. Das ist da jetzt aufgenommen. Das kriege ich hoffentlich gleich hin, dass es da auch abgespeichert wird. Aber ja, also Yvette, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Und ich hoffe, wir sehen Gleichfalls. uns bald in echt nochmal wieder. Absolut. Ja, Absolut. dann noch einen schönen Dann bis Abend dann. dir. Bis Danke. dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.